Es ist ein Gefühl von Ohnmacht. Es ist, man merkt, dass es kommt, dass es wieder anfängt, dass man sich schlechter fühlt, dass die Energie abnimmt und dass man halt sehr viele negative Gedanken hat. Seit gut 10 Jahren hat Luana Depressionen. Genauer gesagt, sogenannte rezidivierende depressive Episode. Das heisst, ihre Depression ist kein einmaliges Ereignis, sondern sie kommt und geht immer wieder. Besonders stark spürt sie die Episode im Herbst. Dann, wenn die Tage wieder kürzer werden, wenn es kalt, grau und nass ist. Hallo und herzlich willkommen zu «Hallo Gesundheit», der Podcast von CSS Versicherung. Ich bin der Peter und gehe auf einen Spaziergang mit Menschen, die ein Erlebnis oder Wissenswertes zum Thema Gesundheit zu erzählen haben. Heute spaziere ich mit der Luana durch den Bremgartenwald zu Bern. Sie erzählt, wie es ist, wenn Depressionen immer wieder kommen und gehen. Für unser Gespräch, eigentlich zum Thema Winterdepression, fokussieren wir uns auf den Herbst und Winter. Ah, und weil es für Luana nicht ganz einfach ist, um über ihre Krankheit zu reden, haben wir abgemacht, dass wir über sie nicht mehr verraten als... Ich bin Luana, ich bin 23 und komme aus Bern. Luana, wir reden in dieser Episode vom CSS-Podcast «Hallo Gesundheit» über Winterdepressionen. Es ist heute ein frischer, ein kalter Tag. Es ist doch ziemlich grau, es hat auch noch ein bisschen blauen Himmel. Wie geht es dir heute? Mir geht es grundsätzlich nicht schlecht heute. Als ich heute Morgen gesagt habe, dass die Sonne ein bisschen vorkam, da hatte ich relativ Freude gehabt, weil ich mich eigentlich auch darauf eingestellt habe, dass ich mehr oder weniger den ganzen Tag auch grau sein. Von dem her hat es ja, gut getan, schnell die Sonne zu sehen. Es ist ja so im Winter, wenn der Winter kommt, wenn es kalt wird, wenn es dunkler wird, sind viele Menschen weniger gut drauf. Wie ist das bei dir? Wenn es jetzt heute ein grauer Tag gewesen wäre und die Sonne nicht für euch gekommen wäre? Ja, dann wäre vermutlich heute einfach ein langsamerer Tag. Ich sage, es muss nicht einmal unbedingt sein, dass es mir schlechter gehen würde, aber ich hätte auch weniger Tatendrang oder echt Lust, allgemein etwas zu machen. Das ist ein langsamer Tag. Wie muss ich mir das vorstellen? Also bleibst du dann eher im Bett am Morgen? Oder? Ja, dann würde ich auch eher, also nicht unbedingt im Bett, aber vielleicht aufstehen und dann auf den Sofa. Und dann, ja, echt den Tag ruhig verstreichen. Vielleicht ganz kurz zu dir. Was hast du genau für eine Diagnose? Also, ich habe seit rund 10 Jahren Depressionen. Und seit 8 Jahren sind sie auch diagnostiziert. Und zwar sind es sogenannte rezidivierende depressive Episoden. Das heisst mit anderen Worten, ich habe Zeiten, wo es mir wirklich sehr gut geht, wo ich nichts davon merke. Und dann habe ich Zeiten, wo ich halt depressiv bin. Und eben, das wiederholt sich. Also es ist einfach wiederkehrend. Es ist wiederkehrend. Ist es saisonabhängig, also saisonal bedingt? Oder ist es irgendwie ein anderer Rhythmus? Oder ein Halbjahresrhythmus oder so? Also gibt es einen Rhythmus? Nein. Also das eine ist, mal, es ist saisonabhängig. Ich merke es, wenn es gegen Wintersuche geht, dass sich etwas in mir verändert und dass meine Stimmung sich verändert. Aber es kann auch während dem Sommer auftreten, es kann auch im Frühling auftreten. Und dort folgt kein Rhythmus. Ja. Weißt du auch nicht, was das folgt? Ist es einfach? Es kommt und geht? Oder? Es sind schon gewisse Lebensumstände, die vielleicht. Oder vielleicht gewisse Hindernisse, die ich in diesem Moment zu überwinden habe, die mich extrem viel Energie kosten und wo ich vielleicht manchmal weniger gut damit umgehen kann als andere Leute. Mhm. Und wenn du so eine depressive Phase hast, was hast du denn für Symptome? Wie zeigt sich die Phase? Müdigkeit ist jetzt sicher ganz gross. Auch das Lustlosen. Aber auch, also was bei mir relativ ausgeprägt ist, aber ich glaube auch viele andere Leute, die depressiv sind, ist einfach so das Gedankenkarussell. Mhm. Dass ich mir wirklich über alles Gedanken mache, sei es noch so etwas Unwichtiges. Und halt viel auch ins Negative kann drehen, dadurch, dass ich mir so viele Gedanken darüber mache. Du leidest seit 10 Jahren unter Depressionen. Vielleicht ganz allgemein,
wie fühlt sich das an, wenn das kommt und vielleicht auch schon, wenn das wieder geht? Also wie kann man das erklären für einen Menschen, der nicht an Depressionen leidet? Es ist ein Gefühl von Ohnmacht. Es ist, man merkt, dass es kommt, dass es wieder anfängt, dass man sich schlechter fühlt, dass die Energie abnimmt und dass man halt sehr viele negative Gedanken hat. Mhm. Und man ist so ein bisschen im Clinch drin. Man weiß nicht genau, soll man jetzt zusammen zulassen und sich, ja, dass dann die Gefahr darauf besteht, dass man, wenn man zulässt, dass es noch schlimmer wird, oder soll man es ignorieren? Mhm. Und das ist immer so ein bisschen der Clinch. Ja, schlussendlich habe ich das Gefühl, es ist auch der Mittelweg. Also darauf hören sollte man gleich. Wenn man merkt, dass es einem nicht gut geht. Und auf der anderen Seite sollte man aber auch nicht, ja, das ganze Leben jetzt auf den Kopf stellen, wenn man merkt, okay, jetzt habe ich eine schlechtere Phase. Winterdepressionen so sind eigentlich nicht diagnostiziert. In Absprache mit dem Arzt oder dem Arzt hat gesagt, wohl, es kann einen Zusammenhang haben. Ist denn der Winter schlimmer als der Sommer? Also das ist interessant. Ich habe das eigentlich selber sehr lange gar nicht gecheckt, sage ich mal. Ich habe dann Menschen mit meinem Schiefbett geredet und habe gesagt, ich fühle mich wieder schlechter. Und das war auch Anfang Herbst. Und er hat mir gesagt, ja, los, Luana, du hast das schon seit Jahren immer um die Jahreszeit. Und dort habe ich für mich geschnallt, okay, es hat doch auch etwas mit der Saison zu tun. Mhm. Ist es dann der ganze Winter dann, oder ist es mehr so im Wechsel vielleicht von der... Ja, also der Wechsel ist... Der Wechsel ist immer ganz... Also das finde ich recht hart. Jetzt ist auch gut, die letzte Woche war relativ schön gewesen. Und jetzt hat es auch wirklich den Wetterumbruch gegeben. Und da spüre ich sehr gut. Also das ist dann auch, denke ich, okay, jetzt die nächsten paar Monate bleibt es so. Und die Tatsache, ja, verstimmt mich halt einfach. Wo dann das dein Stiefvater gesagt hat, hey, look, es ist immer im Herbst schon lange so, was ist das für eine Erkenntnis gewesen, vielleicht für dich, denn das könnte mit der Saison zusammenhängen? Es ist so ein bisschen... Auf der einen Seite war es gut, weil ich noch mal vielleicht eine mögliche Erklärung mehr hatte, warum ich mich fühle, wie ich mich fühle. Auf der anderen Seite war es so, okay, aber es wird ja jedes Jahr wieder Herbst. Also. Ja, es ist wie unausweichlich. Ja. Also heisst es, dass jetzt, blöd gesagt, es ist halt einfach nicht so Angst, die man halt in sich drin hat, heisst es jetzt, dass es jedes Jahr so wird sein. Dass es immer wieder kommt und noch mehr. Genau. Aber hast du vielleicht auch irgendwie können, dafür spezifischer Hilfe holen? Ja, also ich habe mit meinem Arzt darüber geredet. Mhm. Und wir haben dann ganz viele Techniken besprochen, die ich mal besser, mal weniger gut anwende. Mhm. Ja, und die helfen mir schon. Hast du sonst noch irgendwo Hilfe gefunden oder Hilfe bekommen, ausser eben bei deinem Arzt? Also ist es eben vielleicht auch das Gespräch mit deinem Stiefvater gewesen, oder? Ja, sicher. Also die Familie trägt auch ganz grossen Teil dazu bei. Also sei es Familie oder sei es irgendjemand, der dich versteht und die unterstützt. Und der dich halt schlussendlich auch liebt, egal wie es dir geht. Ja. Genau, oder halt einfach auch helfen, die Last mitzutragen. Und wie ist das jetzt eben, du hast gesagt, das ist der Anfang, wo die Erkenntnis so cool ist, dass es mit dem Herbst zusammenhängt. Dass eben noch die Angst da ist, okay, das kommt dann jedes Jahr wieder. Wie ist für dich die Herbstzeit hier? Jedes Jahr? Es kommt jedes Jahr. Also es ist unausweichlich schlussendlich. Aber ich habe das Gefühl, jedes Lebewesen reagiert auf die Saisons. Und warum sollte es bei uns Menschen anders sein? Mhm. Vielleicht halt einfach auch zu erkennen, dass es auch natürlich ist, dass man sich anders fühlt, dass sich das Wetter verändert. Mhm. Und dass es nicht nur zu 100% depressiv ist, sondern einfach auch menschlich. Einfach normales, was ich meine. Genau. Kannst aber trotzdem, dann kannst du im Herbst eigentlich auch die guten und schönen Seiten abgewinnen. Irgendwie. Ja, strahlend schöne Tage, rote, genau. Orange, gelbe Wälder. Ja, definitiv. Also das kann ich definitiv auch abgewinnen. Das sehe ich auch. Und du hast auch nicht schon irgendwie im Sommer deinen Respekt davor, oh, es geht, es kommt wieder, es geht gegen den Herbst zu, oder schwingt das gleich irgendwie immer ein bisschen mit? Irgendwo tief im Hinterkopf habe ich es auch schon, aber ich denke einfach, ich will mich auf den Moment konzentrieren und
so viel Sonne zu tanken, wie ich irgendwie kann. Ja, dass ich mich dann schlussendlich durch die dunklen Tage begleiten kann. Und wenn es Herbst ist, man hört es jetzt so beim Laufen, wir laufen durch Loben, es ist Spätherbst schon fast. Wenn Herbst ist, kommt es irgendwie von einem Tag auf den anderen? Oder ist es ein schleichender Prozess? Oder kommt es darauf an, an einem schönen Herbsttag geht es dir gut? An einem nebligen, kalten, nassen Herbsttag eher weniger? Es ist schon eher schleichend. Also ich merke, wie... Also ich habe einmal das Gefühl, bei mir dazu können, für mich zu viel Sonne, dass ich abbekomme. Mhm. Und wenn ich zu lange die Sonne nicht mehr gesehen habe, die Perspektive sie nicht mehr geniessen konnte, dann merke ich einfach, dass mir das Hirn auf das Gemüt schlägt. Ja. Und dann probieren wir eigentlich auch immer so im September noch in die Ferien zu gehen. Es muss nicht einmal allzu weit sein. Es kann nur irgendwie auf Südeuropa sein. Und dort einfach auch noch mal zwei Wochen wirklich Sonne zu tanken. Und das merke ich einfach, das tut mir dann Hirn gut. Das hält dann viel länger an. Mhm. Also du tust dich eigentlich ein bisschen darauf vorbereiten, indem du eben auch in die Ferien gehst, noch mal möglichst viel Sonne tankst. Genau. Mit anderen Worten. Tut sich dein Umfeld, deine Familie auch irgendwie darauf vorbereiten, um dich dann wieder aufzufangen können? Nicht speziell. Sie sind einfach da, wenn ich sie brauche. Aber dass sie irgendwie spezielle Massnahmen ergreifen, nein, das nicht. Du hast vorher auch gesagt, das ist im Gespräch mit dem Stiefvater, wo er dann gesagt hat, es könnte mit der Saison zusammenhängen. Hat deine Familie oder dein Umfeld auch immer ernst genommen? Oder haben sie vielleicht auch mal gesagt, hey, Luane, es ist menschlich, dass es einem im Herbst, Winter vielleicht weniger gut geht als im Sommer? Ja, das ist auch so eine Gratwanderung. Und ich finde, das machen sie Hunde gut. Sie nehmen mich zwar ernst, sie tun uns aber auch nicht zu stark gewichten. Mhm. Und das macht es für mich auch einfacher. Weil ich dann denke, okay, ja, ist alles halb so schlimm. Mhm. Ja, und es gibt mir dann auch wie Selbstvertrauen. Ja. Ja. Also es ist eigentlich auch ein bisschen der Umgang, wie ich das Gefühl habe, wie du auch hast. Du nimmst es zwar ernst, aber eben, du tust es auch nicht zu fest gewichten. Genau. Und sagst, hey, es ist normal und es ist menschlich. Und genau. Klar, es gibt Tage, wo mir das besser klingt, es gibt Tage, wo mir das weniger gut klingt. Mhm. Aber auch das ist wieder menschlich. Auch das ist normal und menschlich. Genau. Wie ist es mit dem Arbeiten? Kannst du im Winter jeden Tag arbeiten? Oder gibt es Tage, wo nicht? Ja. Also, ich glaube, ich habe wirklich von Glück reden, dass es mich eigentlich so in meinem normalen Alltag nicht allzu gross behindert, sage ich mal. Mhm. Klar, ja. Es kann schon sein, dass ich sehr müde bin, aber das geht eigentlich zum Arbeiten. Also es geht zum Arbeiten, es geht auch in Freizeit. Was halt einfach ist, wenn ich halt mal merke, am Wochenende, dass ich wirklich nichts mehr mache, und das gibt es doch relativ häufig, dass ich mir dort nicht so den Stress mache und sage, du musst jetzt etwas machen. Mhm. Sondern einfach, ja, probiere einfach so die Ruhe zu genießen und zu merken, dass mir das gut tut, ohne mir selber Vorwürfe zu machen, dass ich nichts mehr mache. Ja. Aber auch das eben, geht manchmal besser, geht manchmal schlechter. Ja. Das ist ja das, wo die Expertin, die ich mit ihr geredet habe, zum Thema Winterdepressionen, Troja Sabeti, gesagt hat, wenn man weniger mag, muss man sich auch mal gönnen können, weniger zu machen und sich nicht selber noch Stress und Druck machen, aber ich muss doch. Also das, ja. Das ist etwas, das dir ein bisschen hilft. Ja, aber das war ein recht langer Prozess gewesen. Also eben, wir haben es davon gehabt, eben, es ist schon seit 10 Jahren, als ich mit dem lebe. Und es ist schon lange Zeit und ich habe viel gelernt, wie ich mit mir selber umgehen kann, dass ich mir eben nicht zu viel Stress mache. Mhm. Also es ist ein Prozess, dorthin zu kommen. Und ich denke, vielleicht in 10 Jahren wird es noch mal besser können. Ja. Was hilft dir dabei, um an diesen Punkt zu kommen? Oder was hat dir geholfen, um an diesen Punkt zu kommen, den Prozess? Reflexion schlussendlich. Einfach dich selber reflektieren. Ja, also vielleicht also auch mit Hilfe von anderen. Eben, sei es mit dem Arzt, sei es mit Familienmitgliedern, mit Freunden. Ja, dass man halt einfach darüber redet. Mhm. Ja, und er das kann mitnehmen und er so umsetzen, dass es einem gut tut. Ja, und auch ausprobieren. Und auch ausprobieren, natürlich. Hat es auch Misserfolg gegeben? Ja, oder? Also, es wird welchen Weg sicher Misserfolg gegeben haben. Ja, auf jeden Fall. Es hat schon der eine oder andere gegeben. Aber wenn ich
eins oder mehr habe gelernt, dann ist das immer wieder aufstehen. Und ich denke, auch viele Leute leben mit Depressionen und merken irgendwann, dass es in dem Sinne nie zu 100% wird weggehen. Mhm. Aber es wird gleich möglich sein, damit zu leben, ohne dass es einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Mhm. Damit können umgehen, damit können zu leben. Genau. Ja. Und dass es wegen dem nicht weniger Lebensqualität hat. Weil man lernt auch mega viel über sich selber. Das hat auch seine schönen Seiten, sich so gut zu kennen, weil man sich mit sich selber auseinandersetzen muss. Du hast vorher ja gesagt, du hast mit deinem Arzt dann verschiedene Therapien besprochen, wo die einen mal besser, mal schlechter oder weniger gut anwendest. Was machst du denn für Therapie? Also was hilft dir sonst noch, außer der Reflexion, eben zum an den Punkt wo bist, wo du jetzt bist? Was hilft dir sonst noch, um durch den Winter zu kommen? Also ich habe auch eine Lichttherapielampe. Und ich war ein bisschen auf das Gerät. Ja. Ja, dort ist halt einfach Disziplin das Stichwort. Und das ist das, was mir manchmal ein bisschen fehlt. Mhm. Weil dort wäre ja gut, dass man es wirklich wie ein Medikament, dass man es halt einfach täglich nimmt. Mhm. Und halt die Dosis so einhält, damit es einen gewissen Pegel gibt, wo man dann, also wo man einem dann wie hilft, oder? Also eben, dass man schon genug Licht bekommt. Und eben, Disziplin ist nicht ganz meine Stärke. Aber ich habe gemerkt, wenn ich es brauche, würde es mir gut. Würde es gut. Genau, das ist sicher das eine. Das andere ist Sport. Mhm. Sich halt gleich mal dazu quälen, Sport zu machen, weil man halt sehr viel Glückshormone ausschüttet und das einem gut tut. Und was auch gut tut, ist wirklich eine halbe Stunde am Tag laufen. Ja, also einfach raus an die frische Luft. Ja. Egal wie das Wetter ist, egal ob es kalt ist, dann packst du halt warm ein. Weil dann halt gleich, auch wenn es bewölkt ist, ist es halt gleich heller als drinnen. Mhm. Also man kommt halt gleich Licht ab. Ja. Hast du irgendwie ein Medikament oder so, das du nimmst oder musst nehmen? Ja, ich habe Antidepressiva. Ja. Genau, nehme ich auch schon seit längerem. Habe ich aber auch zwischendurch pausieren können. Und ja, jetzt habe ich aber wieder angefangen, etwa vor einem halben Jahr. Ja. Und ja, also, dann lebe ich relativ gut. Ja. Ich hätte noch gerne noch mal schnell zurück auf die Lichttherapie, die du angesprochen hast. Du hast gesagt, Disziplin ist wichtig. Also, es ist wirklich etwas, wo man jeden Tag am Morgen im Idealfall so früh wie möglich und immer zu der gleichen Zeit. Dann mindestens eine halbe Stunde. Genau. Korrigierst du mich, wenn es nicht stimmt. Eine halbe Stunde. Dann vor dieser hellen Lampe sitzt. Was macht man da eine halbe Stunde lang vor dieser Lampe? Also ich habe eine im Büro. Ja. Und der klappt eigentlich relativ gut. Weil, also ich habe sie einfach schräg zum Bildschirm, sodass sie nicht auf dem Bildschirm leuchtet, aber mehr anleuchtet. Ja, und dann kann ich ganz normal dazu arbeiten. Zwischendrin schaue ich einfach rein, weil einfach das Gefühl habe, es tut auch gut, wie es wird leicht wieder die Augen geht. Und einfach so ein bisschen das Licht geniessen und dann drehen wir rum und arbeiten weiter. Also. Du hast gesagt, eben im September schaust du immer noch, dass du nochmal in die Ferien kannst, irgendwo gesund tanken. Ist das vielleicht etwas, was du im Winter regelmässig machst oder dir hilft? Irgendwie, also nicht zwischen Weihnachten und Neujahr auf Ägypten fliegen. Ah, nein, das machen wir nicht. nein. Also eben, schlussendlich, mir hilft es, aber es haben auch nicht alle Leute die Möglichkeit, das zu machen. Mhm. Klar. Wenn ich die Möglichkeit hätte, gut, sind wir halt auch ein bisschen im Umweltaspekt. Ich bin nicht so der Fan von Kurzreisen mit dem Flugzeug, aber das ist jetzt meine persönliche Präferenz. Ja, dann würde das sicher auch helfen, wenn man das kann und will machen. Ja. Und es gibt ja immer wieder, also man liest ja auch sehr viele irgendwie Tipps und Tricks, wie man durch den Winter kommt, vielleicht gerade eben auch für Menschen, die einfach ein bisschen einen Winterblues haben und nicht wirklich Depressionen haben. Gibt es dort irgendwas, was man immer wieder liest, was du ausprobiert hast, wo du sagst, nein, das hat gerne nichts gebracht? Ich bin nicht so der Fan davon, darüber zu lesen, ehrlich gesagt. Weil ich einfach merke, das verstärkt extrem meinen Gedankengang und meistens auch etwas Negative. Also ich habe mit dem wirklich vor Jahren aufgehört, darüber zu lesen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass viel von dem, was ich vorher erwähnt habe, was mir gut tut, dass das auch in diesen Tipps drinstehen wird. Und dass man, glaube ich, grundsätzlich mal alles ausprobieren und schauen, was zu dem gut und was nicht. Du hast ja vorher noch gesagt, eben, es war ein Prozess, dass du dazu gekommen bist, dass du dir auch
erlobst halt einmal einen Tag, wo es weniger ist, wo weniger machst, wo du weniger tust. Du machst aber zum Beispiel gerne viel Sport, bist du schon, wo eigentlich gern viel Action hat, grundsätzlich. Also wo immer was muss laufen. Ja und nein. ich habe schon gerne, wie viel los ist. Ich mache gerne etwas mit meiner Familie oder mit Freunden oder bin unterwegs. Aber ich genieße es auch mal, nichts zu machen. Ja. Und das ist einfach der Unterschied, sich selber auszuwählen, dass man nichts macht, ist natürlich schon die schönere Form von nichts machen, als wenn man nichts macht, weil man nicht macht. Wenn man nicht kann, nichts machen. Genau. Ja. Weil das ist ja etwas, wo Troja Sabeti gesagt hat, dass man eben den Druck hat von sich selber vielleicht auch. Eben, jetzt muss ich etwas machen und jetzt muss ich etwas tun. Das ist nicht etwas, was du in dem Fall vermisst im Winter, wenn man weniger macht. Und ganz ehrlich, ich bin wirklich nicht darüber nachzudenken. Ja. Es ist einfach ein Akzeptieren, wie es ist. Und mit dieser Situation persönlich umzugehen. Mhm. Ja, und mich halt einfach umso mehr daran zu freuen, wenn ich etwas mache. Und das dann richtig zu geniessen. Ja. Es gibt ja auch Leute, die sich auf den Winter freuen. Ja. Skifahren. Die geht's auch. Festtag. Wie ist das bei dir? Also mal, grundsätzlich ist es nicht so, dass ich den Winter verabscheue. Das ist es wirklich nicht. Also ich habe auch gerne Weihnachten. Und eben zum Beispiel an Weihnachtsmärkte gehen und gute feine Glühwein zu trinken. Und ja, Schnee habe ich mässig. Ja. Aber das ist auch eine persönliche Präferenz. Das hat jetzt nie mit dem Winter zu tun, aber ich möchte nicht so gerne Schnee. Und wenn dann der Winter vorbei ist, eben, du leidest ja nicht klassisch an Winterdepressionen, aber du merkst im Frühling, dass es besser geht, dass es weniger wird? Es ist noch lustig. Also wir haben gemerkt, eben so der Wetterumbruch von Sommer in Herbst ist sehr stark. Mhm. Dann, durch den Winter geht es mir eigentlich besser. Und dann, der erneute Wetterumbruch, der macht mich immer sehr, sehr müde. Ja. Dann habe ich fast immer so eine Frühlingsmüdigkeit, die aber zum Glück nicht allzu lange anhebt. Und dann ist der Sommer da und dann merke ich schon, jetzt habe ich Energie, jetzt mache ich etwas machen, jetzt habe ich Bock drauf. Genau. Ja, und dann ist der Sommer auch ein bisschen besser als der Winter. Oder ist es wirklich mehr, sind es die Umschwünge? Mal, der Sommer ist dann schon besser. Ja, schlussendlich haben wir alle Freude am Sommer, wenn man lange draußen hückeln und eben zusammen sein und grillieren und was auch immer, das man halt gerne macht im Sommer. Wir kommen langsam schon wieder ans Ende von unserem Gespräch im CSS-Podcast «Hallo Gesundheit». Jetzt haben wir das ganze Weile über Winterdepressionen geredet. Wir haben über Depressionen geredet, über deine Krankheit geredet. Hat es für dich Überwindung gebraucht, um mitzumachen, um da mit mir in Bremgarter Wald zu spazieren bei Bern? Ja, sehr. Also auf der einen Seite habe ich gedacht, ich möchte es wirklich gerne machen. Weil ich es so wichtig finde, dass wir darüber reden, über unsere psychische Gesundheit. Und ich finde, es ist zum Teil immer noch ein Tabu. Und auf der anderen Seite, eben, typisch zum Thema Winterdepressionen, merke ich jetzt den Wetterumbruch sehr. Also mir geht es jetzt momentan, ja, ist mir auch schon besser gegangen. Geht mir auch nicht schlecht, aber schon besser gewesen. Und am liebsten wäre ich eben heute echt nur daheim geblieben, habe gar nichts gemacht. Aber ich habe dann gefunden, es wird mir dann auch Kraft geben, mich vielleicht dem auch zu stellen, von was dass ich Angst habe. Und dann ist der Spaziergang mit der Luana auch schon fast wieder vorbei. Aber noch nicht ganz. Weitere Folgen von «Hallo Gesundheit», der Podcast für CSS Versicherung, gibt es übrigens auf css.ch, Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. So, und Schlusswort, das gehört der Luana. Weil was ihr hilft, hilft vielleicht auch anderen Menschen, wo es im Winter weniger gut geht. Das einfach annehmen, dass es halt ein bisschen langsamer ist. Die ganze Natur ist auch langsamer. Und das wie in Ordnung finden und sich aber dafür vielleicht nehmen, anders Wärme und Sonne zu holen. Vielleicht irgendetwas, was man gerne macht oder eben mehr Zeit mit den Liebsten verbringen. Und irgendetwas, was ihm gut tut.